für Sprachkunst an der Angewandten. Neben ihm Eva Badola-Triska, Kunsthistorikerin und bis vor kurzem Kuratorin am Museum für Moderne Kunst in Wien am Moonwalk. So, daneben haben wir Kira Kirsch. Sie ist, wie ich den Wikipedia entnehmen konnte, gibt es unterschiedliche Angaben über ihren Geburtsort, aber an der Aufklärung wird gearbeitet. Skandal. Sie ist deutsche Dramaturgin, hat beim Schallischen Herz gearbeitet und ist Leiterin und Geschäftsführerin von Brüt. Schreibt, sag mal, nicht Brüt oder Brot? Brot, Entschuldigung. Neben ihr Alexander Kernin, auch aus Deutschland, Dramaturg und Autor, der zurzeit neuesten Dramaturg am Burgtheater ist, also wegen Institutionen von das Burgtheater. Er war vorher Dramaturg am Schauspielhaus Dortmund und hat auch Autor, hat zum Beispiel geschrieben, das goldene Zeitalter 100 wegen dem Schicksal die Schuld zu stehen. Das war das so gut schon. Und neben ihm Bernhard Günther, er ist künstlerischer Leiter des Festivals Wien Modern. Ich habe gelesen, weltweit größtes Festival für zeitgenössische Kunst, ein unprätentiöser Treffpunkt für Menschen, die im November, Novemberabende abseits des Mainstreams verbringen wollen. Und sehr lustig finde ich, dass er vorher für das Festival Rainy Days verantwortlich ist und ich denke, es gibt da irgendwie eine Affinität zum schlechten Wetter. Das hat mir gut gefallen. Wir beginnen mit folgender Frage. Es gibt, ich möchte gerne einen alten Begriff und ein altes Konzept in die Diskussion werfen, nämlich den Begriff der Institutionenkritik und des langen Marsch durch die Institutionen, auf den sich die 68er damals aufgemacht haben. Und damals war Kritik getragen von dem Glauben, dass durch Kritik Verhältnisse verändert werden können. Also wir hatten die Formation, rebellische Kunst gegen erstarrte Institutionen. Damals waren Museen und Kuratoren System und Kanonwahrer. Und meine Frage an Sie alle ist aus Ihrer jeweiligen Perspektive, wie sieht die Formation heute aus? Sie sind alle Vertreter von unterschiedlichen Kulturinstitutionen. Kann eine Institution heute selbst kritisch sein? Einfach der Reihe, oder wer auch immer möchte. Ja, bitte, fangen Sie an. Ja, hallo. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, ich meine, es gab ja, also die Institutionenkritik ist ja also seit den 60er, 70er Jahren eine Kunstform, Institutionenkritik. Angefangen hat es an der bildenden Kunst und ich glaube, das hat einfach extrem viel verändert. Also, ich glaube, es hat sehr dazu beigetragen, dass Institutionen, die so eine gewisse Wachheit und einen Zugang zur zeitgenössischen Kunst sich bewahren, einfach sich dessen bewusster sind als in den 70er Jahren. Also, und zweitens ist es, glaube ich, so, wie man seinen Job versteht, oder? Also es ist ja auch, gibt es jetzt einen Kunst- oder Kulturminister oder Kunst- und Kulturministerin, die den Job so interpretiert, dass sie quasi die Linie der Regierung, die Bedürfnisse der Regierung an die Welt der Kunst vermitteln oder die Bedürfnisse der Welt der Kunst in die Regierung vermitteln. Ja, also das ist etwas, worüber ich manchmal nachdenke bei meinem Job. Also ich sehe es einfach ein bisschen im Fall von Wien Modern so, dass es notwendig ist, dass ein großes Festival, das sozusagen die Realitäten, die in dieser Kunstwelt gerade herrschen, in die Welt der Institutionen hineinboxen. Darf ich da anschließen? Es ist natürlich ein gewisser Unterschied, ob, und ich möchte jetzt mehr über das Institut für Sprachkunst sprechen, ob diese Institution in eine größere Institution eingebunden ist und hier sozusagen Kooperationsmöglichkeiten und auch kritische Verhaltensweisen entwickeln darf. Ich würde sagen, sie muss es, das ist ihre Eignungsfrage, inwieweit das kritische Moment sozusagen institutionsbedürftig noch greift. Ich glaube, es ist sogar notwendig und extrem wichtig, dass das passiert, weil das im Zusammenhang mit der gesamten Fragestellung in der Kunst und Politik möglicherweise aufscheint, dass
mehr oder minder festgelegte Institute oder Fastionen, wie man das nennen würde, das ist gar nicht so gut fest, wenn das Wort funktioniert, dass man hier immer wieder Fragen stellt und versucht, dieses Prozessuale, das für uns im Institut für Sprache ganz wichtig ist, dass nicht nur immer auf einer politischen oder demokratischen, basisdemokratischen Ausrichtung wichtig ist, dass es auch für die Arbeitsentscheidung ist, dass ständig etwas passiert, was verändert wird, dass wir wirklich versuchen, hier auch Akzente zu setzen, einzugreifen, zu intervenieren, aber auch innerhalb des Instituts selber und der einzelnen Werbeanstaltungen auch. Das geht dann wieder weiter in die Institution, Universität. Da hängt es wieder ein bisschen davon ab, wie Bernhard gemeint hat, vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, welche Person da auch irgendwie in gewisser Weise der Sache, und jetzt komme ich auch zum Begriff vielleicht der Hierarchie vorstellt, wie die sozusagen ihre Funktion begreift, ob die Funktion eine etwas stabil, starre Umsetzung erfährt oder ob sie auch selbst in einer gewissen Weise dieser prozessualen Infragestellung sich aussetzt. Und ich glaube, das ist bei uns an der Angewandten der Fall und das hilft natürlich im Sinn eines gewissen, was soll ich sagen, oder da werden wir vielleicht noch drüber reden, im Sinn eines gewissen politischen Aktivismus doch eine gewisse Rückhand zu haben, also ein Reservoir, von dem man auch das Gefühl hat, dass man gar nicht zunächst speziell in die eigene Institution anknüpfen muss, sondern von da aus gewisse Sachen, die uns unter den Nägeln brennen, aufgreifen können, möglicherweise in Literatur oder Kunst transformieren können. Ja, also ich möchte anschließen, also, was Sie gesagt haben, die Institutionskritik ist von den Künstlern vorgegeben und gerade in den Museen meine Inhalte sehr stark von den Künstlern vorgegeben. Es geht eher darum, welchen Künstlern man eine Stimme gibt. Und ich glaube, dass also politisch gesehen momentan das größte Problem, das wir überhaupt haben, der Populismus ist. Der Populismus, der sozusagen die Dinge auch einfach herunterbrechen will, der in der Museumslandschaft natürlich auch Besucherzahlen und ähnliches abzieht und sich dem zu widersetzen, da sozusagen in diesem Konzert stark zu bleiben unter einer kritischen Kunst, die nicht unbedingt vordergründig politisch und auch nicht tagespolitisch sein muss, sondern einfach einer Kunst, die relevante und radikale Fragen stellt, ein Forum zu geben, das ist eigentlich die Aufgabe, die Leistung, der wir uns immer wieder stellen müssen. Ich würde gerne noch einen Aspekt zufügen, dass nicht jede Institution mit einer anderen Institution aus meiner Sicht vergleichbar ist. Und zum Beispiel ist eine Institution, die sich vor allem als Produzentin und Co-Produzentin für die freie darstellende Kunst versteht. Und die freie darstellende Kunst ist eine Kunstform, die einfach sehr stark von Künstlern und Künstlerinnen selbst getragen wird, die Alternative zu gängigen Arbeitsprinzipien, zu gängigen Hierarchien selbst aufsetzen und zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, da ist sozusagen eine ganz andere Herangehensweise als in der Staatskunst. Und zu jemandem, der hier nicht vertreten ist. Also das heißt, auch die Autorinnenschaft der Werke, die aufgeführt werden zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist immer bei den Künstlern und Künstlerinnen selbst. Das sind Dinge, die entstehen im Moment der gesellschaftlichen und ästhetischen Reflexion. Und dabei, also bei uns würde ich sagen, ist die Institutionskritik immanent vorhanden. Also einerseits von den produzierenden Künstlern und auch von der Selbstbefragung dessen, was wir tun. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich beginnen soll, weil die Frage sehr allgemein ist, aber auch sehr wichtig zu stellen. Ich bin sozusagen von meinem eigenen Hintergrund her, komme ich hier Kira auch aus der freien Szene und bin sozusagen während meines Studiums mit extrem viel institutionskritischen Diskurs in Kontakt gekommen und habe ihn auch selber mitgeführt und mitgestaltet. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiger Schatz ist, wenn man jetzt in so eine Monsterinstitution wie das Burgtheater reingeht, in so ein Schiff, wo man erstmal eher das Gefühl hat, kein Matrose zu sein, der ein Segel umstellt und dann geht das Ding in eine andere Richtung, sondern eher irgendwie der dritte.
einfach irgendwann mal den Kurs wechselt, ist so meine persönliche Reflexion jetzt oder Zwischenurteil nach 8 Wochen in diesem Leben. Das ist schon massiv, was da sozusagen an institutioneller Selbstverständlichkeit in den Abläufen vorhanden ist. Das war immer schon so, das geht nicht anders. Die Machtstrukturen sind natürlich enorm hierarchisch an dem Haus. Wir haben jetzt probiert, eine flache Dramaturgie zumindest oder Chefdramaturgin einzuführen. Das sind so erste Schritte, aber die sind nicht schnell gemacht. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, der institutionskritische Diskurs und die Selbstkritik ist vorhanden und man müht sich und bemüht sich und hoffentlich Langzeitwirkungen entfalten zu können. Aber das dauert. Aber ich möchte gerne nochmal nachhaken. Sie haben gesagt, die Formation war früher so, quasi es gibt die kristallisierten hierarchischen Institutionen und dann kommt sozusagen der rebellische Geist von außen seitens der Kunst. Ich bin sehr skeptisch, ob man das wirklich heute noch so denken kann. Und die Frage ist doch, wenn es mal vielleicht mal so pointiert sein kann, welchen Vorteil oder welchen Mehrwert hat es für eine Institution, wenn sie selber das Label des Kritischen hat? Ist das nicht längst ein Label, das sozusagen von der Seite der rebellischen Kunst auf die Institution übergegangen ist? Ja, als Label würde ich es nicht bezeichnen wollen. Wenn es sozusagen zu einer Marke wird, zu einem Etikett, dann wäre das natürlich nicht angebracht. Aber diese Selbstreflexion und damit verbundene automatische Einsetzung der Kritik an dem, was an Stabilität vorgegeben ist und so ein künstlerische, wie Eva gemeint hat, auch über die Kunst schon grundsätzliche Fragen und solche Sachen zu stellen, das ist schon sehr notwendig. Also das ist einfach eine Grundbedingung und was es nützt, das können wir vorher nicht sagen, aber es ist eigentlich gerade in der jetzigen Zeit mit diesen Phasenfreschereien, was die Demokratie angelangt, was das auch gewisse, ich würde fast sagen, einen imperialen Konservatismus und so weiter anbelangt, dass man das aufgreift und gleichzeitig auch selbst reflektiert, wo man selber in dieser Einrichtung, der gesamten Einrichtung steht, dass man da Akzente setzt und sich das nicht als Etikette umhängen lässt, sondern eben hier Wege findet, um diese Kritik vielleicht anders umzusetzen als vielleicht am Anstieg der Institutionen. Diesen Weg zu finden ist natürlich das Entscheidende und Schwierige und das Herausfordernde. Ich glaube, genau in der Kunst können wir das alles in einer Weise anders umsetzen als vielleicht in anderen Institutionen, die von der Kunst nicht so unmittelbar betroffen sind. Also ich habe mir gedacht, das ist sogar eine große Herausforderung des Publikum, den kritischen Diskurs zu verlassen. Also wir sind konfrontiert mit Studien, ja, die sozusagen alle gesehen durch evaluiert werden. Und dann hat zum Beispiel Fragen gestellt, wie groß war Ihr Bildungserlebnis? Ja? Und dann stellt sich heraus, dass ich nenne keinen Namen in anderen Institutionen, die aus meiner Sicht nicht so kritisch arbeiten, da hat mir gesagt, ja, das Bildungserlebnis war großartig, viel besser. Und bei uns wäre es nicht so großartig gewesen. Wir fordern einen ziemlich kritischen Diskurs auch vom Rezipienten. Und was ist sozusagen das Anstrengende? Ich glaube, das ist das, was unsere Verpflichtung ist und was ich hoffe, dass das Monogau in Zukunft machen wird, immer wieder. Und ich glaube, das ist jetzt zu wollen auch der politische Anspruch. Ja? Und das muss nicht vordergründig eine Kunst sein, die auf den ersten Blick politisch ausschaut, sondern einfach die Tiefe der Reflexion, die sie fordert, macht sie eigentlich zum kritischen Instrument. Also ich sage immer wieder, ich war ja im Wiener Aktivismus zuständig. Der Wiener Aktivismus ist eigentlich keine politische Kunst. Wenn man ihn wirklich analysiert, setzt er sich mit dem menschlichen Körper, mit menschlichen Erfahrungen auseinander, etc. etc. Und einzig und allein in dieser Kunst-Revolution-Aktion hat dann Günter Boos wirklich explizit ganz kurz politisch agiert. Er wird aber als total politisch wahrgenommen. Und ich glaube, es ist ein kritisch-politisches Statement, dieser Kunst ein Form zu geben, unter vielen anderen. Aber ich glaube, das ist das Wesentliche, was ich unter kritischer Kunst verstehe. Es geht ja auch nicht darum, ein Label aufrechtzuerhalten, wie das jetzt genannt wird, kritische Kunst. Also wenn man das tun würde, ohne kritisch zu sein, glaube ich, kann man das als Institution überhaupt nicht aufrechterhalten.
Und ich würde jetzt auch nicht das Label kritisch auf meine Fahnen schreiben wollen oder so, sondern es geht tatsächlich darum, Räume zu öffnen für ein Dazwischen, für Perspektiven, die sonst halt nicht da sind, für Stimmen, die nicht stark repräsentiert sind, die einen anderen Zugang zu Themen und so weiter haben. Daraus entsteht natürlich unter Umständen eine kritische Haltung, auch immer politischer Raum, wie ich behaupten würde, und stimme da aber zu. Es muss nicht immer explizit politische Kunst sein, um eben diesen Diskurs zu eröffnen. Also Religion oder nicht, mir stellt sich die Frage, in meinem Alltag zumindest, halt anders. Der selbstformulierte Anspruch ist dann schon, dass die Dinge, die man sozusagen auf der Bühne kritisiert, in den eigenen Arbeitszusammenhängen nicht zu reproduzieren. Und diese Aufgabe ist zumindest für die Theater, die ich überblicken kann, insbesondere glaube ich auch die Stadttheater, die Sprechtheater eine enorm große Aufgabe, an der immer wieder permanent gescheitert wird. Ja, dass man auf der Bühne, von der Bühne herunter und aus einer weißen Perspektive Rassismus kritisiert, sozusagen bequem von der Landstraße aus irgendwie sagen, ja, so, oder dass die bestimmte, auf der Bühne wird toxische Männlichkeit kritisiert, aber innerhalb der Institution wird trotzdem in patriarchalen Strukturen weitergearbeitet. Und dafür eine Wachheit zu haben und zu sagen, das hat auch viel mit Besetzung zu tun, also mit der Frage von Repräsentation, wer arbeitet in der Institution eigentlich, wer spielt auf der Bühne, wie wird Repräsentation auf der Bühne hinterfragt, das sind sozusagen für mich die entscheidenden institutionskritischen Fragen, an denen wir uns versuchen abzuarbeiten und Verbesserungen zu erzielen. Ja, also ich würde einerseits nochmal da anknüpfen beim Begriff des Kritischen. Also ich habe in meiner Studienzeit mit einem Fach zu tun gehabt, das nannte sich historische und systematische Musikwissenschaft. Und ich habe es mal ein bisschen komisch gefunden. Was ist denn das Gegenteil an ahistorische und unsystematische oder vergessliche und verworrene Musikwissenschaft? Und ich glaube, mit dem Begriff des Kritischen ist es ein bisschen so. Welche Institution würde denn seriös von sich behaupten? Nein, wir sind unkritisch. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Jetzt, wenn man eine gewisse Durchlässigkeit eben gerade für die freie Szene hat, wie beruht und wie würde ich behaupten, auch wie modern, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als eben dieses die Perspektive der Künstlerinnen und Künstler, die einfach eben an der Front des Prekariats kämpfen oder was auch immer, wirklich auf die Bühne zu bringen. Also das heißt, es ist ja in Wahrheit, sind manche Institutionen ja quasi wie nur ein kleiner Trick oder ein Vehikel, um eigentlich sozusagen wirklich die aktuelle Perspektive der Kunst tatsächlich mal sichtbar zu machen. Also so verstehe ich das ein bisschen. Und von daher, wenn man diese Porosität bewahrt als Institution und diese Offenheit, dann muss man gar nicht sich brüsten damit, ob das man kritisch ist oder irgendwie extra renitent damit erscheinen, indem man sagt, nein, das geht uns alles nichts an, sondern dann diffundiert das hinein, weil die aktuelle Perspektive bei einem absoluten Großteil der heute tätigen Künstlerinnen und Künstler ist kritisch. Das ist einfach so. Und wenn die dann halt auf der Bühne eines Festivals stehen, bei dem zeitgenössische Kunstformen verhandelt werden, oder Festival oder Haus oder was auch immer, dann kann man gar nicht anders als sozusagen kritisch sein. Ja, ich bin so erstaunt, ich höre eine Begeisterung zu und ich bin so erstaunt, dass es so einen ungebrochenen Glauben an dieses Moment des Kritischen gibt. Und weil ich dem irgendwie skeptischer gegenüberstehe, mich würde nochmal interessieren, aber vielleicht sagen Sie, dass die Frage obsolet ist, dann gehen wir zum nächsten. Aber die Frage ist, es ist ein bisschen so wie in der Schule. Ne? In der Schule gibt es nicht nur erlaubt und verboten, sondern eigentlich gibt es drei Bereiche. Es gibt das, was erlaubt ist, es gibt das, was erlaubt verboten ist und es gibt das, was wirklich verboten ist. Und ich nehme an, dass es in der Kunst etwas Ähnliches gibt. Es gibt sozusagen etwas erlaubt, etwas möglich Kritisches und es gibt sozusagen der Bereich, um den es sich dreht, wenn es irgendeine Form von
um irgendeine Form von Radikalität, geht es doch immer die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zum Verbot Verbotenen? Also zu dem, was wirklich den Rahmen sprengt. Oder was eigentlich nicht mehr in Affirmation, was einfach nicht mehr aufgenommen werden kann. Weil ich muss sagen, das Problem ist doch, Sie haben vorher den Populismus angesprochen, und natürlich leben wir in Zeiten, wo wir einen neuen Gegner haben, aber wir leben natürlich auch in Zeiten, die unglaublich absorptionsfähig sind gegenüber allen, gegen sehr viele Einspruchsmöglichkeiten, Kritikmöglichkeiten. Es gibt ein großes Sich-Einrichten in der Negation. Und ich denke mir, das heißt, die Kunst steht und auch die Institutionen stehen noch immer wieder an der Frage, wo ist eigentlich diese Grenzlinie? Naja, es gibt ja den schönen Satz, der Kunst ist alles erlaubt. Und das hört man zum Teil vielleicht auch vom Bundeskanzler. Genau. Also man darf diesen Sachen nicht ganz trauen, weil sie eben, man muss immer auch, können man auch oder sollte man auch mithören, wer was sagt und in welchem Rahmen hier das gesagt wird und wer dieser Rahmen hervorgegeben ist, in dem wir uns zu bewegen haben. Und die Überschreitung dieses Rahmens, nennen wir es jetzt einmal ganz allgemein, ist glaube ich immer Aufgabe oder nicht Aufgabe, sondern was du gemeint hast, ein Moment der Kunst, weil ich möchte ja über etwas hinauskommen, was ich bin oder vielleicht zu finden, was ich bin und so weiter und so fort. Das heißt, diese Infragestellung der Sicherheit, des Grundes, des Bodens, das muss jetzt gar nicht Institution heißen, sondern die eigene künstlerische oder Lebenserfahrung, die in Frage zu stellen, ist natürlich einmal ein Ausgangspunkt. Und dann gibt es natürlich schon Grenzen. Also weil du kurz den Marxismus angesprochen hast, in dem Moment, wo, das ist aber eine sehr heikle Angelegenheit, kurz auf Otto Müll zu sprechen, wo ein künstlerisches Projekt, ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber sozusagen in einer Befreiung von Körperlichkeit, Sexualität und so weiter, wirklich versucht worden ist umzusetzen, sich dann aber entwickelt hat, als Institution, könnte man fast sagen, einer Art hierarchischen, entglitten ist. Ja. Es ist die Frage, ist das schon angelegt oder nicht? Wir können es nicht lösen. Ja. Aber es ist so passiert, dass es dann sozusagen ins Gesetz übertretende Ausufer. Also nicht jetzt nur Gesetze übertreten, die irgendwelche Regeln sind, die die Kunst versucht immer in Frage zu stellen, aber nicht humane Gesetze oder zutiefst empfundene Gesetze des Respekts und der Achtung des anderen und das Offensein für den anderen. Wenn das sozusagen dann auf einer anderen Ebene überschritten wird und zur Ausbeutung, das ist damals geheißen, Menschenmaterial, so muss ich ja die Begriffe einmal vorstellen, geführt hat, dann ist hier eine eindeutige Grenze. Ne? Also ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben über diese Mühlgeschichte und habe das mit Dessart verglichen und habe. Und man könnte jetzt dann, das sagt es auch in einer gewissen Weise, pornografische Literatur und alles, was hier in diesen Mechanismen hier auftaucht und diese Gewalt und diese Ausbeutung und das Niedermachen, ist aber meiner Meinung nach und auch verbunden mit der Person dieses Autors eine unglaubliche Kritik am Totalitarismus, der hat irgendwie diese Mechanismen aufzeigt, aber die Umsetzung sozusagen in einer gewissen Weise in der Fiktion belässt. Also wenn man so weit geht. Ich bin aber jetzt nicht für die Fiktion, dass das sozusagen alles im braven Rahmen bleibt, sondern es soll auch hinausgehen. Aber die Wege hinaus, das muss man dann selber irgendwie von der eigenen Verantwortung lösen. Also da ist dann selber was gefragt, was eben dieses fahle Verachtende oder Faschismus ist ja mit einem Satz zu sagen, ist die Verachtung des anderen. Wenn da etwas entgleitet und überbordet, dann wird es kritisch. Und dann müsste man eine Grenze ziehen. Ich möchte mit Entschuldigung auch, es war nicht ganz, vielleicht wurde ich falsch verstanden. Ich habe gemeint, gibt es eigentlich, es ging jetzt immer noch um die Frage nach radikaler Kunst, also ich teile völlig Ihre Meinung zu Otto Müll, dass das der Punkt ist, auch wo die sexuelle Revolution gescheitert ist. Aber ich denke mir, das war nicht die Frage. Die Frage ist, ist es das, was wir in den Institutionen zu sehen kriegen? Ist das kritische, ist das radikale Kunst oder wo tut es weh? Wo beginnt das sozusagen der Schmerz, wo selbst die heute veränderten Institutionen, wo ist der Brennpunkt, wo beginnt Kunst wirklich einen Wundpunkt zu berühren?
Also, was Sie ansprechen, ist etwas, was viele Künstler auch fragen, zu sagen, wie kriegt man noch einen Skandal? Das ist ein ganz großes Thema. Ja? Also, wie überschreitet man? Vielleicht ist das nicht das Thema, ja? Ein Skandal. Also, sozusagen, wie lange ist das ein wunderbarer Skandal, wenn man die Expansion des Geldes. Ich glaube, es geht wirklich immer wieder um die genaue Reflexion. Die Otto-Müll-Geschichte können wir nachher diskutieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, zum Beispiel, dass das ein Künstler ist, den man zur Diskussion stellen sollte. Das gibt es unterschiedliche Positionen. Stella Wallach hat in einem Interview gesagt, sie würde nie ein Forum geben. Klaus Freimann hat ihn ins Burgtheater eingeladen. Also ich bin auch jemand, der der Meinung ist, wie die Dinge diskutieren muss, um den Fall nicht abzuschließen. Es natürlich erwähnt, was im ganz klar strafrechtlichen Bereich stattgefunden hat und auch von den ordentlichen Gerichten abgehandelt wurde und mit einer sehr hohen Strafe belegt wurde, die bis zum letzten Tag abgesessen wurde. Also das wollte ich vorweg sagen. Aber sozusagen eine Grenze, wenn ich jetzt mal provozieren möchte, absolut provozieren möchte, wo ist eine Grenze erreicht, dann würde ich sagen, darf man nur den Wiesing ausstellen. Ja, das ist jetzt sozusagen, das ist eine provokante Frage. Und ich hatte tatsächlich den Anruf eines Journalisten, der sich eigentlich nur mit mir beraten hat, wie geht man damit um und wie definiert man das? Und ich würde sagen, das ist auf seine Weise auch sehr einfach abzuhandeln. Ja. Das ist eine vollkommen banale, eindimensionale, ich gehe es so weit zu sagen, schlechte Kunst, ja, die einfach aufgrund ihrer Qualität und aufgrund ihrer Eindimensionalität nicht in Frage kommt. Das heißt, die Frage sozusagen, muss ich, kann ich die Grenze überschreiten, wenn jemand kommt und sagt, ich will nur den Wiesing ausstellen. Spannend wird es, wenn sollte eher ein Bundeskanzler kommen und sagen, muss nur den Wiesing ausstellen, dann wäre eine Grenze wahrscheinlich überschritten. Ich kann nur sagen, einer meiner ersten Chefs, Dieter Ronte, ist gegangen, unter anderem, weil ihm damals der, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob es der Kulturminister war oder der Wiener Stadtrat, gesagt hat, du sollst eine bestimmte Ausstellung machen. Sei dahingestellt, ob er nicht ohne Entscheidung gehen war, aber da hat er gesagt, nein, das ist unsere Autonomie und wir dürfen bestimmen, was wir machen. Also ich glaube, ich bin total gegen Zensur, es ist also auch ein Fall von Autonomie, man soll alles diskutieren. Nur muss die Qualität vorhanden sein. Qualität, die Komplexität. Und dann kann man eigentlich alles zur Diskussion stellen. Und im Wiesing ist ein leichter Fall. Ich darf vielleicht mal kurz was in die Debatte, bevor das irgendwie so sehr allgemein wird. Ich bin auch nicht ganz einverstanden damit, kritische Kunst und radikale Kunst durchzusetzen. Aber, ich habe jetzt mal was ganz Banales zur Abwechslung. Ich bin gestern gestoßen auf die Website des Wiener Konzerthauses, Talking World Institutions, über den Artikel Konzertetikette. Und da lese ich jetzt einfach kurz vor. Ich sage, dem Gericht keine Gesetze und dem Weisen keine Ratschläge. Im Sensio Juan de la Stanzova, Stanzova 1653, getreu diesem Motto gibt es für den Konzertbesuch keine Verhaltensregeln, die wesentlich über jenes Maß an höflichen Umgangsformen gegenseitige Rücksichtnahme hinausgehen, wie sie auch im Alltag gelten, Klammer auf, sollten, Klammer zu. Zu den wenigen situationsspezifischen Fragen möchten wir in den Folgen und so weiter, dann kommt zum Kapitel Bekleidung, beginnt der Absatz zur Bekleidung im Konzert, das prinzipiell zu sagen, ja. Also, ich finde es ja lustig, ich kann mich direkt in die Situation des Dramaturgen oder was auch immer geschrieben hat, wahrscheinlich aus dem Konzert aus der Archivar, hineinversetzen, der mit der Aufgabe befasst ist, zu sagen, dieses Unausgesprochene, was macht eine Institution und was macht sie nicht? Was macht man, wenn man in eine Institution geht und was macht man nicht? Das einmal in Worte zu fassen, und das ist tatsächlich irgendwie, Sie haben jetzt hier den Ausweg über einen lustigen Text gesucht, aber es ist hochkomplex, oder? Also ich meine, es gibt so viele ungesagte, ausgesprochene Regeln, die in den verschiedenen Institutionen, wenn man jetzt nur bei Wien bleibt, ganz anders gelten. Also in der Staatsoper darf man sich nicht auf frei werdende Stühle setzen nach der Pause, dann wird man sofort von dem Personal irgendwie weggetragen. Und hätte man selbst einen gebrochenen Fuß oder irgendwas. Und woanders ist es extrem viel lockerer. Also ich weiß nicht, die Frage ist,
vielleicht immer noch eine Spur zu allgemein. Also, was ist eine Institution? Aber die Frage war ja, ich verstehe, dass die Frage allgemein ist, aber die Frage war ja auf Ihre jeweiligen spezifischen Institutionen gemünzt. Also quasi, was ist im Rahmen Ihrer jeweiligen Institution? Sie kommen ja aus so unterschiedlichen Institutionen. Das heißt, es ist ja auch schwierig, die Frage sozusagen dann spezifischer zu stellen. Es sind quasi sozusagen gefragt, wie ist es, und es ist natürlich klar, dass Input da eine andere Linie gezogen wird als im Burgtheater oder im Institut für Sprachkunst oder bei Ihrem Festival. Also deswegen war es interessant, die unterschiedlichen Erfahrungen miteinander zu vergleichen. Das war sozusagen das Ziel der Frage. Aber vielleicht kann ich da noch kurz was aus humorierenden Perspektive dazu sagen. Vor zwei Jahren war eine lustige Glosse im Falter, wo irgendjemand so karikiert hat, dass es ja so schrecklich ist bei solchen Musikfestivals, vor allem zeitgenössischer Art, weil da sitzt man dann im Konzert und muss so leise sein, und wenn jemand so laut schnauft oder irgendwie leise tuschelt mit der Nachbarin, wird man schon abgeschaltet oder sowas. Und das ist natürlich, jede Kunstform und jede Institution und so weiter bringt ja ihre Rezeptionsgewohnheiten mit unter. Und das ist, glaube ich, wirklich Sache des individuellen Gespürs, wie man da irgendwie jetzt gegen den Strich bürsten möchte, wenn man möchte oder so. Also ich kann jetzt nicht allen Ernstes behaupten, nein, ich habe überhaupt keine Regeln, ich habe alles gedacht oder so, weil jede Kunstform hat einfach ganz viel so diese unausgesprochenen oder teilweise auch ausgesprochenen Do's und Don'ts. Und es ist tatsächlich eine künstlerische Aufgabe, das langsam zu verändern, glaube ich. Ja, und was Sie sagen, dass diese unsichtbaren Codes sozusagen gleichzeitig Einschluss- und Ausschlussmechanismen produziert, das wissen wir alle, dass es Leute gibt, die diese Codes mit der Muttermilch aufsaugen und sozusagen sich in diesen Institutionen wie selbstverständlich verhalten, und andere von diesen unsichtbaren Codes, weil sie nicht kennen, weil sie sie nicht verstehen, weil sie vielleicht auch aus anderen Kulturkreisen kommen, furchtbar abgeschreckt sind und sozusagen die Schwelle unheimlich hoch ist, da reinzukommen. Auf deine Frage nochmal zu gehen, also diese Grenzen, die sitzen manchmal an so total überraschenden Punkten, wo man irgendwie dachte, really, das ist jetzt das Problem? Also, als ich begonnen habe, in das Vorbereitungsteam zu kommen vom Burgtheater, war die ganze Zeit klar, irgendwie, wir wollen das Ganze internationalisieren. Sozusagen, wir wollen mehr europäische Künstlerinnen und auch weltweit Künstlerinnen einladen, wir wollen auch ein etwas vielsprachiges Ensemble schaffen, und man denkt so, ja, okay, super, lass uns das machen. Und dann, wir haben es jetzt in der Konsequenz, also im ersten Schritt geschafft, 5 Schauspielerinnen im Ensemble zu haben, was bei einem Ensemble von 72 wahrscheinlich wirklich, kann man sagen, das ist ja aber auch vielleicht, hätte man noch mehr schaffen können, wir haben es nicht geschafft, aus Ungarn, aus den Niederlanden, aus Israel, aus Island und das 5. Land habe ich jetzt gerade vergessen, reinzuholen. Und der Punkt ist, das sind keine deutschen Muttersprachlerinnen. Das heißt, sozusagen eine Institution, die sich sozusagen qua Konstitution auf den Fahnen stehen hat, dass sie auch zur Wahrung und Pflege der deutschen Sprache da ist und in der Gründungsphase sozusagen als eine Institution zur Stabilisierung des Nationalen gegründet worden ist, dort dieses Ding einzuführen. Und es wurde gesagt, ja, und dann sprechen Leute mit einem Akzent auf der Bühne, vielleicht gar nicht in diesem rein verschiedenen Deutsch. Und ich dachte, oh mein Gott, kann das sein? Aber es stellt sich jetzt raus, Premiere von Meister und Margarita, Anna Maria Lang, tolle ungarische Schauspielerin, spricht ihren Monolog. Und neben mir, hinter mir, das Reusband, die Unruhe, wo man merkt, irgendwie, ich höre, was für ein Film bin ich denn hier? So, ja, neben mir. Das ist schon interessant, wo da sozusagen die Grenzen sind. Und dass es gar nicht darum geht, dass jemand mit Blut und Scheiße nackt über die Bühne läuft, dass das vielleicht eher akzeptiert wird, als so ein kleiner Punkt. Ja. Das ist völlig überraschend. Ja, das ist natürlich ein gewisser Unterschied, welches Haus oder welcher Raum diese Sache, die Sie jetzt, gesagt hast, umsetzt. Ne? Also, und das verbunden mit deiner Frage, das der Rezipientin. Das ist ja, also, was öffnet das im Bewusstsein? Jetzt kommen wir zum Begriff vielleicht des Solidarischen in der Gemeinschaft, die das hört. Und natürlich ist das ein wesentlicher Fortschritt, dass da vielsprachiger
als wie es jetzt versucht wird oder umgesetzt wird, da ist. Ist aber nicht in die Frage gegeben, und das ist jetzt praktisch für 60er Jahre Anspruch, gegen die Institution, dass die, die unten sitzen, sozusagen mit dieser Entgegennahme in einem wohl situierten freigesprochen werden. Genau. Und dann wieder rausgehen. Nicht? Also Wilhelm von Neuwert hatte gesagt, das Ziel ist es seines Theaters, dass die Leute reingehen und wenn sie rausgehen, eine andere Bewusstseinsanalyse für sich selber machen können, die dann möglicherweise gemeinschaftlichen Wert haben. Das ist ja ein toller Ansatz. Ist es so? Ja? Und das ist jetzt natürlich für uns hier, jetzt komme ich wieder auf die Praxis vielleicht zurück, noch einmal anders. Denn ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schöpferisch ist, was im Burgtheater passiert. Das ist jeder Handgriff vom Bühnenbild, das man auch anders sehen kann als in früheren Zeiten, bis zur Regie. Und es ist ja dann ein gewisses Theatorium entscheidend, dass natürlich, aber wir haben jetzt die Situation, dass wir wirklich produzieren, dass wir Studentinnen und Studenten haben, die eigentlich diesen Begriff meiner Meinung nach nicht einmal so verdienen, also im positiven Sinn meine ich das, sondern das sind eben angehende oder schon schreibende und künstlerisch sich ausweisende Menschen. Das sind Individuen. Ne? Und, weil sie gefragt haben, was ist, wo schmerzt das? Ne? Und diese Individuen, die mit uns dann im Dialog treten, das ist schwierig genug, weil sie auch Hierarchien gibt. Ich bin zum Beispiel der Leiter und das sind die Studierenden. Ne? Da ist einiges los, ne? Ohne dass man oft weiß, warum. Aber es ist wahrscheinlich begründet. Aber da brennt etwas, was die einzelnen individuellen Perspektiven und Haltungen und Erfahrungen versammeln. Jetzt sind wir sozusagen in einer institutionellen, kollektiven Situation. Ne? Und da jetzt sozusagen Gemeinsamkeiten zu finden und trotzdem dieses Freiheit und das Individuelle, das da entsteht, frei zu halten und welche Themen da auftauchen, entgegenzunehmen oder vielleicht auch total fördern zu können und hier zu unterstützen, das ist mehr oder minder hier wirklich die Aufgabe. Und ich kann jetzt nicht sozusagen einen Querschnitt geben, was da für Themen sind. Das ist so Journalisten fragen mal seit der Zeit das Hauptthema bei Bachmann, und das gibt es eine gemeinsame Linie, gibt es natürlich nicht. Ne? Aber diese Infragestellung der Einstürzenden, die sind dann modern eigentlich schon losgegangen, dass der Einstürzung Diskurse auf die Identität und so weiter. Ein Versuch, Identitäten zu wechseln, auch im Sinn des Migrations und des ganzen Problems, und in größeren Rahmen, das sind absolute Themen, die ständig auftauchen und die auch wehtun, in dem Moment, wo man versucht, sie zu transformieren und umzusetzen. Weil das ist Kunst anders als Beobachten, innen, außen. Dann transformiert es in einer gewissen Weise, wie vorrangig sprachlich, und dann setzt sich das um. Die Frage ist, wie weit lasse ich da das Medium selber arbeiten, wie weit mache ich selber was, und dann bringe ich es sozusagen wo ein. Sei es ein Buch, sei es eine Installation, sei es eine Performance, eine Musikaufführung. Ja? Und dann sozusagen schaue, was tut sich. Ja? Und da ist wieder die Rezipientin irgendwie gefragt oder der Rezipient. Die Frage ist dann, wie weit beachtet man das? Ist das für die Arbeit mitentscheidend? Will man jetzt sozusagen gesellschaftlich verändernd auftreten oder ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Kunst das vielleicht zumindest versucht? Ja, ich mache es jetzt so ganz kurz, weil der Diskurs jetzt schon ein bisschen weitergegangen ist. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auf diesen einen Punkt, also wo schmerzt es und wo tut es weh. Ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, dass es nur einen Schmerzpunkt gibt, sondern je nach Geschichte, Perspektive des Betrachters, der Betrachterin, der Betrachterin, gibt es diverse Schmerzpunkte, die mal mehr und mal weniger wehtun und wehtun können. Und bei uns ist natürlich ganz klar, wie soll ich sagen, im Prinzip der umgekehrte Fall. Wenn es bei uns zu viel deutsche Sprache auf der Bühne gibt, zu viele weiße Männer auf der Bühne gibt, zu wenig Diversität auf der Bühne gibt, zu wenig queere Perspektiven gibt, dann ist bei uns der Schmerzpunkt relativ klar erreicht. Also das heißt, ja, das vielleicht nur so nochmal, um die unterschiedlichen Perspektiven da reinzubekommen. Kommen wir nochmal auf das Dozentenfragen von Uli Wiesinger. Ich glaube, das ist ja tatsächlich nicht wirklich ein Problem, weil was wir ja sehen, ist im Unterschied zu dem, was in den 60er Jahren war, wo eine Avantgarde oder auch schon früher gegen einen konservativen Kulturbegriff oder Kunstbegriff aufgetreten ist, der Populismus hat kein Kulturkonzept. Ja? Und Odin Wiesinger ist, darum braucht man nicht reden, aber das ist ja auch von ihrer Seite, das ist ein Feld, das sie nicht bestellen.
Das heißt also, die Auseinandersetzung, die im Bereich der Kultur stattfindet oder im Bereich der Kunst stattfindet, ist niemals eine direkte mit dem Populismus, wenn die dieses Feld nicht bestellen. Ja? Das heißt, das ist gar nicht mal wichtig im... Sind Sie einfach lange? Okay. Dass im Kulturbetrieb das Feld des Populismus nicht bestellt wird. Dann widersprechen Sie mir. Ich freue mich. Ich glaube, es gibt populistische Museen. Ja? Ich glaube, dass es das gibt. Und genau das, was du gesagt hast, Frau Oedenhorst, man geht hinein und sozusagen die Ideale der Transformiert heraus und hat dazwischen eine, wenn man so will, anstrengende Erfahrung. Ja? Also das ist ja nicht ein Vergnügen. Ja? Aber es hat sich sehr durchgesetzt, dass sozusagen ein Museumsbesuch vergnüglich sein soll. Mit der Familie am Nachmittag. Das heißt nicht, dass es nicht sein darf. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass wir so unsere Inhalte runterbringen auf eine Ebene, wir dürfen in der Qualität unserer Inhalte. Aber das ist nicht populistisch. Also da kann man sagen, da versucht man einen Markt zu bedienen, aber das ist alleine nicht populistisch, wenn man das. Also ja, nein, nicht. Also das leicht konsumierbare, einfache Antworten ist für mich populistisch. Und ich meine, das Deutschland-Beispiel zeigt eigentlich sehr deutlich, dass Parteien wie die AfD sehr stark versuchen einzugreifen in den Kulturbetrieb. Also da gibt es die Initiative von Die Vielen, die in Deutschland gestartet ist, ist aus diesem Grund gestartet, weil es in jedem Bundesland, in dem die AfD in der Koalition war, es direkte Attacken gab. Also es ist untersucht worden, sind auf der Bühne kritische Stimmen laut geworden gegen die Politik, gegen Rechtsextremismus. Dann hat sich die AfD, hat die Dramaturgen verklagt, hat sich in Programmhefte rein reklamiert, hat diverse Senatssitzungen veranschlagt und so weiter. Also es gibt in Deutschland ein sehr deutliches Ziel der AfD, in die Institutionen reinzukommen, die aus Sicht des Rechtspopulismus linke Gedanken gut Tempel sind, in denen rechtes Gedankengut keine Repräsentationsraum hat und die auch ganz, zum Beispiel ganz eindeutig fordern, dass sie möchten, dass rechtspopulistische Autoren und Autorinnen auf deutschen Theaterbühnen gespielt werden. Also ich glaube schon, und das ist vielleicht in Österreich ein bisschen in anderer Form, aber wenn man nach Deutschland schaut, gibt es einen sehr direkten Zugriff auf Kunst. Absolut, und durch den Wiesinger ist ja nicht das Mal sozusagen in die Medien gekommen, sondern weil er beim Jurymitglied werden sollte. Das war ja das Entscheidende. Und ich glaube, dass also sozusagen der Populismus sich eben nicht, das ist das Extrem, wenn man sozusagen eingreift in Inhalte, die man gegen die AfD lesen könnte oder die explizit sind. Das ist einfach das Verlangen nach einer einfachen Kunst, nach einer simpleren Kunst, die nicht so anstrengend ist. Und da Flagge zu zeigen. Ja? Und da komme ich jetzt wieder darauf zurück, das muss nicht eine vordergründige politische Kunst, sondern einfach eine Kunst, die tief reflektiert. Und das ist anstrengend. Ja, wobei das Anstrengende nicht unbedingt, es kann auch zutiefst sozusagen im guten Sinne eine Förderung sein, also eine Schubkraft. Ja. Also das Anstrengende ist so ein bisschen auch irgendwie, dass er in uns nur anstrengend, dann wird es was. Es muss irgendwie was verändern. Ja, ja. Also ich habe jetzt... Also, das nur ganz kurz, aber das ist ganz spannend. Das, was Sie gesagt haben mit dem Zugriff, ne, das ist schon sehr interessant. Und da sind mir da angeboten, auch versucht, zu sammeln, wo im Kleineren, in der freien Szene oder wo auch immer, gewisse, vor allem in Oberösterreich zum Beispiel, gewisse Beschneidungen, Budgetverringerungen und so weiter. Das ging ja aus, in der Kronenzeitung schreiben sie, das geht weiter und das ist alles und die Kunst braucht nicht so viel gemacht, wie ich das so gesagt habe. Ne? Aber es im Grunde genommen sind das wesentliche Einschnitte für Kollektive oder Einzelpersonen, die hier jetzt schon stattfinden. Ne? Da haben wir versucht, sowas zu sammeln und dann in einer gewissen Weise, wie gesagt, aus der Plan gehört, und erzählen, dass man das umsetzt und dass wir irgendwie dann nach außen treten mit gewissen Aktionen oder Meldungen oder künstlerischen Interventionen. Und also das, aber die Ehrlichkeit muss hier immens sein. Also es schaut alles so locker aus, aber im Grunde genommen sind die Zugriffe schon in einer gewissen Weise spürbar gegeben. Und das vermittelt sich auch über so populistische Formulierungen. Ich habe das vorhin so
demokratische Phrasenfalschheit genannt, das kann man auch populistisch möglicherweise nennen, und da jetzt zuzugreifen, also wir, die wir mit der Sprache arbeiten, ja, da kann man zum Beispiel diese Formen aufgreifen und reproduzieren, aber in der Reproduktion aufzeigen, was da eigentlich gesagt wird und möglicherweise durch kleine Verschiebungen im künstlerischen Bereich, die nicht so offensichtlich wehtun, aber eigentlich eine große Schmerzerfahrung auch eigentlich beinhalten, wenn man sie mit jemandem abgeben will, dass man die verändert und wieder ins Spiel bringt. Also momentan ins Spiel bringt. Es ist auch so ein bisschen ein Verhältnis von Ewigkeitsanspruch der Kunst und momentanem Auftauchen. Ich glaube, das ist auch ein wesentliches politisches Kennzeichen der jetzigen Textproduktion, dass wir abziehen von einem tiefen qualitativen Wert, den die Eva auch und den wir alle dringend wahrscheinlich auch wollen, dass wir aber gleichzeitig so einen Raum finden, wo man kurz auftaucht, dramatisch und was zeigt, und der Wert ist im Moment gegeben, ich hätte da ein Beispiel, und dann geht man wieder weg und geht zum nächsten Ort. Ne? Das sind zum Beispiel so Strategien, wo man was machen und wo man diesen ganzen Apparat schön ein bisschen aufmachen kann. Hoffentlich. Ne? Ob es was bewirkt? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also ich wäre ja froh, wenn es so wäre, dass es keine Kulturstrategien gäbe im Rechtspopulismus. Ich glaube nicht, dass es so ist. Also ich glaube, in dem, was wir so unter Kultur verstehen, in dem Bereich muss man ziemlich aufpassen, dass da nicht einiges undefiniert wird. Sie haben das Kavalier, dass sie einen tollen Kulturpreis bekommt oder sowas. Also ich glaube, da wird schon sehr bewusst Politik getrieben, damit eben eine so populismustaugliche Kunst im Kunstbereich dann auch mal irgendwie ein bisschen an Definitionsmacht gewinnt. Okay, dann gehe ich zur nächsten Frage. Kommt noch zu diesem Begriff, der sich für mich jetzt direkt daran anschließt, nämlich der Begriff, um den es eigentlich gehen sollte, nämlich in den der solidarischen Institution und der solidarischen Gesellschaft. Wie kann man den denken oder denken wir denn heute vor allem in Bezug auf sozusagen auf die Gegenschaft zum Populismus, also zu ausgrenzenden Gesellschaftskonzepten, oder welchen anderen Begriff von Solidarität kann eigentlich aus den Kunst- und Kulturinstitutionen kommen? Also das ist die Frage, die ich sehr nachgedacht habe, ich wusste, dass sie kommen wird. Das ist sozusagen die Frage an den Institutionen, ob wir aktive Handlungen setzen sollen. Also ob wir sozusagen es nicht genügt, dass man Künstlern ein Forum gibt, sondern, ich weiß nicht, ob Sie das meinen, dass die Institution eine Handlung setzen soll, ja, und politisch agieren soll. Das ist natürlich immer sehr schwer, weil die Institution ist das einem Direktor und Direktorin und den Mitarbeitern. Es soll vielleicht ganz leicht einen Konsens zu finden, aber ich meine, ich fand es zum Beispiel sehr, das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, das meinen Sie nicht, wenn das Filminstitut, ich weiß nicht, zwei Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist eine tolle, solidarische Geschichte. Ich habe durch Zufall, vor vielen Jahren war ich in Moskau und habe früher als alle anderen gewusst, was Pussy Riot ist. Das habe ich aber ein paar Tage oder Wochen vorher erfahren und habe dann eine Petition geschrieben. Das ist eigentlich der erste Widerspruch aus dem Ausland gegen Pussy Riot kam vom Humbug. Das ist vollkommen untergegangen in der Geschichte. Gegen Pussy Riot? Bitte? Gegen Pussy Riot? Für natürlich. Achso, also gegen? Für, selbstverständlich. Gegen die Repression gegen Pussy Riot. Ne? Haben 16 österreichische Institutionen unterschrieben. Es wird vielleicht mal ein historischer Ausgang nach einer Obama unterschrieben. Das ist untergegangen. Aber ich weiß nicht, wie weit wir also so konkret haben. Nein, ich meine, sagen wir mal so, es gab so ein Buch von Bondatsky und Chapelle, und die haben unterschieden zwischen Sozialkritik und Künstlerkritik. Also Sozialkritik ist die Kritik, ist das, was man im engen Sinn Sozialkritik meint, also Verarmungsstrategien, wenn Leute ausgeschlossen werden, wenn sie ökonomisch unterdrückt werden. Und Künstlerkritik würde heißen eigentlich,
Kritik an den Werten oder Arbeit oder an den Begriffen oder an den Werten. Und meine Frage ist, wo kann eigentlich Ihre jeweilige Institution da einen Beitrag dazu leisten? Also es muss ja sozusagen nicht auf der Ebene der Sozialkritik sein, dafür sind Kunst- und Kulturinstitutionen nicht gedacht, aber auf der Ebene der Künstlerkritik. Ja? Wo kann Ihre jeweilige Institution einen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft leisten und zu dem, was man eigentlich auch noch unter Solidarität verstehen könnte? Ich würde mir vielleicht gerne die Vielen in Österreich kurz vorstellen. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 406 Kulturinstitutionen, die sich im Zuge der blau-schwarzen Regierung gefunden haben, um eine Gegenhaltung zur derzeitigen politischen Meinung in diesem Land sichtbar zu machen, die ganz klar Haltung bezogen haben, sich für die Freiheit der Kunst einsetzen und die im Zuge einer Selbsterklärung auch sich verpflichten, sich für demokratische Werte einzusetzen, den Dialog zu fördern, biologisch-rassistische Positionen in ihrem Programm nicht zuzulassen und die sich eben auch solidarisch zeigen und sammeln, wenn es Umsetzungen gibt, wenn es Eingriffe gibt, die sozusagen politisch motiviert sind in die Programmgestaltung, wenn es Kürzungen und so weiter gibt. Also nicht alle hier auf dem Podium haben die Petition, glaube ich, unterschrieben. Sehr viele haben es aber, unter anderem das Burgtheater, und das folgt einer Initiative aus Deutschland. In Deutschland haben es, glaube ich, über 2000 Institutionen unterschrieben. Und das ist eine Vernetzung, die ich als, wie soll ich sagen, die ist sehr real und die ist sehr gefühlt. Und auch im Zuge dieser österreichischen Erklärung, die wir gemeinsam verfasst haben, um quasi auf einen Punkt zu kommen, was ist unser Grundverständnis von einer Gesellschaft? Und dabei geht es nicht um Parteipolitik, sondern es geht wirklich um Demokratie und das Schützen von unseren Werten, die wir für selbstverständlich halten und die sich unter bestimmten politischen Einflüssen nicht als selbstverständlich zeigen. Und das ist ein Netzwerk, das jetzt entstanden ist, das miteinander kommuniziert und das sich auch über alle Genregrenzen hinweg und auch über alle Bundesländer hinweg österreichweit verteilt. So, das ist vielleicht nur ein sehr konkretes Beispiel einer solidarischen Vernetzung. Ich glaube, man muss das sehr genau nochmal unterscheiden, auf welcher Ebene man spricht. Die eine Ebene ist natürlich die, wo sich ein Theater oder eine Institution zu Wort meldet öffentlich und sagt, und man nennt es, glaube ich, Flagge zeigen oder so. Ja, und da haben wir mit Martin Fischer einen Burgtheaterdirektor der Zeit, der das auch sehr offensiv und sehr gerne und sehr laut tut. Und ich würde das nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn jemand sich da zu Wort meldet und sozusagen sagt, bis hierhin und nicht weiter, das ist unsere Haltung, das ist meine Meinung und da dann irgendwie auch auf eine Art fest bleibt. Ich glaube, das hat auf eine Art einen Vorbildcharakter und hat einen guten Einfluss auf den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Das andere ist nochmal, was auf der Bühne stattfindet am Ende des Tages, nicht wahr? Also ich kann mit dem Begriff der Kritik, es bleibt dabei, dass ich da irgendwie, ich komme damit nicht sehr weit. Ich bin dann eher schon bei dir mit der Komplexität. Das ist sozusagen die Verpflichtung zur Komplexität. Nichts löscht mich mehr ab, als wenn die Sachen zu einfach gedacht sind. Heiner Müller hat die Theaterbühne als einen Stellplatz der Widersprüche formuliert und ich finde das weiterhin sehr richtig. Das finde ich super und auch auf die Gesamtinstitution hingedacht. Zu sagen, da gibt es nicht sozusagen gerade in dem Umstand, dass sich da nicht auf eine Aussage geeinigt wird am Ende des Tages, liegt vielleicht die Grundaussage dieser Institution. So. Und ob das am Ende zu mehr Solidarität führt, da kann ich, glaube ich, mit Begriffen wie Freiheit komme ich weiter, weil sozusagen das Theater als Institution bringt natürlich auch erstmal vielleicht eine kurzfristige Spaltung mit sich, weil man sich uneins ist über das Gesehene, weil man sozusagen in dem drüber sprechen oder vielleicht in dem Vorgang der Reflexion dann wieder eigentlich das zum Ausdruck kommt, was eine pluralisierte Gesellschaft ausmacht. Wäre das verständlich? Gut. Ja, das ist ein Punkt, über den ich extrem viel nachdenke, weil ich finde, wir sind ja momentan mit vielen ganz offensichtlichen Problemen konfrontiert in der Gesellschaft. Also das ist eben eine Entsolidarisierung und das ist ganz oft eben auch schon eine Spaltung. Also ich meine, die Meisterkeiltreiber,
Entscheider sitzen auf der rechten Seite. Das sieht man ständig. Ja. Wie geht man jetzt strategisch damit um? Wenn man eben an einer Position sitzt, nennt man es Institution oder nicht, wo die Kunst und das Publikum sich begegnen, dann finde ich, muss man wirklich mit allen Tricks arbeiten. Man muss sich überlegen, wie kriegen wir das hin, dass mit den Mitteln eines Festivals oder eines Hauses, was die Kommunikation anbelangt, was die Inhalte, die Angebote anbelangt und die Art, die zu präsentieren, was kriegt man mit diesen Mitteln, die wir haben, hin, um diese Tendenz der Entsolidarisierung des Turbokapitalismus und entgegenzuwirken. Ja, und ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass immer eine totale Zuspitzung hilft, sondern eben, also ich versuche beispielsweise eher mit Tricks zu arbeiten. Ich kenne so ein bisschen das Publikum von Wien Modern. Ich bin mit dem Festival quasi aufgewachsen, als ich in den 80er Jahren nach Wien kam. Und es hat sich natürlich extrem entwickelt im Laufe von 30 Jahren. Aber es ist nicht immer, glaube ich, eine goldene Idee, wenn man denen jetzt eins zu eins sagt, so ist es und so wollen wir als Institution, als wir als Publikum denken, bitte macht das. Ja. Und es beispielsweise, jetzt haben wir das Thema Wachstum. Das ist natürlich so ein Knallbegriff des Spätkapitalismus. Ja. Letztes Jahr war das Thema Sicherheit bei Wien Modern. Wie geht man mit den Mitteln eines Musikfestivals überhaupt mit diesen problematischen Begriffen um? Ja, die Idee dahinter ist natürlich schon, dass jetzt die Kritik an dieser Wachstumsideologie, die uns ständig eingedrückt wird von allen Seiten, quasi, dass die gefestigt wird und dass wir auf eine differenziertere Art nachdenken über diese Totschlagbegriffe, die einfach so unkritisch ständig herumgeistern. Ja? So, wie macht man das mit den Mitteln der Musik? Also das ist jetzt eine Frage, die stelle ich mir ständig, wo ich sage, wir sind einfach in einer Position, wo wir die Verantwortung gegenüber auch dem haben, was wir irgendwie versuchen, beim Publikum zu bewirken. Es muss ganz klar sein, eine Erhöhung des Grades an Differenzierung, finde ich, und es muss irgendwie ganz klar so eine Desolidarisierungsbremse sein. Ja? Aber wie man das macht, da werden wir wahrscheinlich hier alle nicht ganz einer Ansicht sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Kernaufgabe, glaube ich. Okay, dann wie? Ja. Genau, das ist das große Thema. Ja? Also wir fordern glaube ich, Komplexität, wir fordern differenziertes Denken und das ist bekanntlich das Schwierigste. Ja? Und das ist genau das, was so anstrengend ist und was eben dem Populismus dann die Hand freigibt, weil der erspart sich das. Ich meine, das heißt aber nicht, dass wir es nicht ständig fordern müssen und ständig leben müssen und dass wir versuchen müssen, dieses komplexe Denken zugänglicher zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Bitte. Eine Sache noch, Entschuldigung. Weil ich nämlich gerade, ich finde, Sie haben vorhin gesagt, das soll vergnüglich sein. Ich bin da ja vollkommen schamlos. Also ich sage den Leuten, ich halte das für ein Vergnügen, differenziert zu denken. Ja? Und Gott sei Dank hat das Festival Wien Modern auch so eine Geschichte. Bei uns ist es eben auch ein bisschen so, wenn die Musik bei uns zu einfach ist, dann kommt das Publikum zu mir und beschwert sich. Ja? Super, danke, mehr davon. Und ich finde aber trotzdem sozusagen, auf welcher Ebene ist denn das Vergnügen? Das Vergnügen muss ja nicht sein, dass es irgendwie runtergeht wie ein Schlafmittel oder so, sondern das Vergnügen kann ja auch darin liegt, dass man aufwacht oder dass man sich etwas bewusst wird. Ich glaube, das ist ja auch, ich meine, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das Publikum nicht zu unterschätzen. Die Leute sind ja nicht blöd. Die kommen ja nicht alle nur, um eingelullt zu werden in die Kultur, sondern es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, ich benutze das eher wie ein Tonikum oder es darf auch mal bitter schmecken oder sowas. In Italien schmeckt man als der Babywein bitter und die Italiener lieben bitteren Geschmack. So, also ich finde, wirklich, es darf Spaß machen, kritisch zu sein. Und das ist was, glaube ich, was man tatsächlich auch relativ trickreich und auch schnelllos einsetzen darf in der Kommunikation über Kultur. Kann ich nur zustimmen. Vollkommen richtig. Die Frage ist nur, das ist unsere Aufgabe ständig, wie wir dieses Publikum erweitern und wie wir vor allem die Leute erreichen, das eben nicht interessiert, nicht zum Lernstuhl in der Gesellschaft machen. Das ist die große Frage. Sonst stimme ich Ihnen dazu. Ja.
Ja, ich habe das ja vorhin auch erwähnt, das muss nicht nur ein Payment sein, ja, sondern es kann eine gewisse Schubkraft geben. Und es ist ganz klar, dass das Strategien und Taktiken gibt. Bitte noch mehr. Ja. Aber vielleicht möchte ich ein bisschen so auf den Begriff wieder zurückkommen. Nicht? Also was Solidarität ist auch ein Topos. Es genügt nicht zu sagen, sind wir solidarisch. Es ist vielleicht auch jetzt, es klingt vielleicht auch so allgemein, aber auch das ist zu verhandeln, was das ist und was das ausmacht. Und inwieweit sind, welche Gruppen sind betroffen, welche Mittel haben wir zur Verfügung? Also inwieweit ist das eine Art von selbstverständliche Annahme, dass alle solidarisch sein sollen, was ich natürlich zutiefst glaube und hoffe. Ne? Aber um vielleicht dorthin zu kommen, dass wir wieder solidarisch sein können, müssen wir vielleicht vorher noch einige Dinge zum Reden bringen, also zum ins Gespräch bringen. Ja? Zum Beispiel das, was wir jetzt alle ansprechen, was da läuft. Warum? Wir haben mit der Gerrit gemeinsam so einen Text entwickelt. Warum redet niemand über den Rechtsruck im Grunde genommen? Es wird schon viel geredet, aber und da ist die Kunst vielleicht auch da, aber in einer Weise der differenzierten Setzung, dass das ins Spiel gebracht wird und dann aus diesem Verhandlungsmoment heraus kann man dann zur Solidarität gelangen. Also nicht jetzt sofort zu glauben, das ist super solidarisch, ne? Das ist keine Frage, also bin ich sofort dafür. Und ich glaube, bin schon mit dem Ich, ne, bin ich mit mir solidarisch, wenn ich Kunst anfange, ich war mit mir überhaupt nicht solidarisch, wenn ich mit Kunst anfange, habe ich angefangen. Weil ich diese Zuschreibung dessen, was ich bin, nicht sozusagen so zur Kenntnis nehmen wollte, wie die Zuschreibung war. Also das ist sozusagen, es muss vorher schon was passieren, da sind wir wieder bei dem Thema, es muss etwas sein, was schmerzt oder Glück macht, und von dem heraus dann in einem gemeinsamen Austausch vielleicht solche Sachen wie solidarische Verhaltensweisen im Bewusstsein auch der Leute, in größeren Rahmen, in kleineren Rahmen, da einzubringen. Und wie modern ist da ein ganz fantastisches Moment, das eben die Begriffe schon drinnen hat, ne? Modern, und, aber da auch weitergeht. Ne? Du entwickelst ja auch innerhalb dieses der Institution sozusagen Formate, die nicht nur diesen Konzertbetrieb des modernen oder gegenwärtigen Musiktheaters oder Aufführungsmodells da weiterführt, sondern das, ich habe das Gefühl, auch über die Begriffe, dass da irgendetwas noch entsteht, was eine zweite Ebene, eine dritte Ebene, was sich auch vielleicht herausbilden lässt, vielleicht fürs nächste Modern. Ne? Also wäre schön. Wachstum halt, aber trotzdem so durchschmissen. Ne? Gibt es von eurer Seite noch? Dann würde ich jetzt vielleicht fragen, ob das Publikum sich gerne in die Diskussion einschalten würde, mitreden würde oder Beiträge bekommen. Insofern finde ich es richtig, man diesen Begriff kann man nicht sofort zustimmen. Die haben sehr wohl einen Konzept.
Konzept. Und unser Geld für unsere Leute ist ein höchst solidarisches Konzept. Die Frage ist, können wir mit diesen sehr, ja, ich weiß nicht, sehr fordernden, sehr begrenzten, vielleicht auch elitären Konzepten tatsächlich dagegen halten? Also was ich vielleicht noch sagen wollte, weil wir das, den Begriff kritisch zerpflückt haben oder weil er so herumgelaufen ist, Institutionskritik, wo wir wirklich kritisch sein müssen, ist uns gegenüber und zum Beispiel auch dieser ganzen Political Correctness und all diese Dinge, die ganz wichtig sind, aber man darf sie nicht unkritisch angehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade weil wir mit so vielen Rechtstendenzen konfrontiert sind, müssen wir uns fragen, was wir machen und was wir falsch machen. Und diese Selbstkritik ist ganz, ganz wichtig und darf auch nie eine Arroganz übergehen. Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man nochmal den Dialog sucht, ob das möglich ist. Es gibt ja da unterschiedliche Denkschulen. Es gibt die Schulen, die sagen, vollkommen ausgrenzen. Nicht sprechen mit denen, hat gar keinen Sinn. Haben in der Institution, oder es gibt die Freiheit, das sind sehr, sehr, das sind wirklich die schwierigen Fragen. Also meine bescheidene Vermutung ist, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als mit Tricks zu arbeiten, weil ich jetzt gerade nochmal schnell nachgeschaut, das Wahlkampfbudget der Parteien in Österreich ist gedeckelt mit 7 Millionen, die Parteien haben teilweise das Doppelte ausgegeben, und dann sind wir dann schon mal bei einem Zehnfachen des Budgets eines Festivals wie Modern. Nur für Wahlkampf. Ja, also Kommunikationsbudget in einer Kulturinstitution ist, wenn jetzt nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, Fondation Breyer oder sowas redet, ist so, dass man wirklich darauf angewiesen ist, sich den Kopf zu zerbrechen, wie kann man mit Tricks irgendwie Sichtbarkeit in einer weiten und breiten Gesellschaft erzeugen. Was für Tricks sind das eigentlich? Aber also Trick ist vielleicht nicht richtig, aber weil ich fand das schöne Wort der Raumfindung, also überraschende Orte, wo was passiert. Und so, nicht? Sie haben ja da von der Seestadt gesehen, so, das ist nicht ganz überall, aber ne, plötzlich taucht das, habe ich gemerkt, man taucht wo auf und dann geht es weiter. Diese Art von, es gibt ganz kurz in der Literatur, also, Roland Barth, zwei Theorien, den lesbaren Text und den schreibbaren Text. Der lesbare Text ist der, der einmal gelesen wird und dann ist er, schaut man nie mehr daheim, hat es dominant verstanden. Der schreibbare Text ist der Text der Hemmung, der Komplexität, wo man auch in der Mitte einschneiden kann, wo man immer wieder nachschaut, wo sie verblieben und so weiter. Da gibt es zwei Kunstrichtungen, aber in der Literatur könnte man so sehen. Und jetzt ist sozusagen ein dritter Begriff ins Spiel gekommen, nämlich der provozierbare Text. Ja? Und da gebe ich jetzt ein Beispiel, nämlich das Auftauchen eines Wortspiels auf der Ebene des sozusagen der konkreten Poesie oder experimentellen Poesie mit diesem Anspruch, es steht da, aber es bleibt. Und das ist im Buch und das ist möglicherweise im Kanon. Und jetzt machen wir das aber flüssiger. Und da hat es damals in der schwarz-blauen Regierungsphase mit Schüssel und Heider, hat sie im Vorfeld die Aussage gegeben, dass freiheitlichen Politiker, ich glaube Karas heißt hat der geheißen, der Bundespräsident oder so ist ein Null. Bitte? Wie Karas, ja genau. Ist ein Null. Ja. Und dann haben wir da zur Rede gestellt und es hat dann geheißen, nein, ich habe nicht Null gesagt, sondern Dumm. Hump oder Tump? Ich glaube, Tump würde noch was heißen, Hump. Ja. Aber er hat gesagt, nein, der hat aber Tump aufgesagt. Und dann taucht bei einer Demonstration ein Plakat auf, mit dem Titel Lötet Schüssel. Also, ich will jetzt nicht die Konsequenzen, wenn man das L durch das D ersetzt, wie sie in der umgedreht hat, auf der Buchstabenebene wirklich umgesetzt sehen. Ja? Aber hier ist etwas passiert, was so herausfordernd wirkt für ganze Einstellungen und wo dann irgendwie dieser Trick der Umsetzung möglicherweise zum Nachdenken führt und auch eine politische Stellungnahme sozusagen der Trick. Sind das Ihre Tricks? Also, als hätte ich alle Tricks und wollte sie nicht verraten. Das ist einfach mal so, dass ich drüber nachdenken muss.
Ich glaube, wir müssen einfach, wir müssen noch auf. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit Tricks, jetzt mal Ja, aber zum Beispiel eins habe ich ja schon erwähnt, oder? Wir plakatieren irgendwie auf Plakaten in der ganzen Stadt ein riesiges Wort für Sicherheit und sonst nicht sehr viel letztes Jahr. Oder dieses Wort, das ist Wachstum. Und keine Ahnung, ob das irgendwas hilft, aber es wurde auf jeden Fall irgendwie, also es trägt ein bisschen was dazu bei, und bestimmte Begriffe irgendwie nochmal von ein paar Grad weiter aus einem anderen Winkel anzuschauen. Glaube ich, beispielsweise. Ja. Also wir könnten ja auch irgendwie plakatieren, eine tolle Musik oder halt was halt so, keine Ahnung, eine Bewerbung von Konzerten gemeinhin ein Argument in den Vordergrund gestellt wird. Und ich glaube, das ist ja irgendwie jetzt so ein kuratorischer oder dramaturgischer Zugang einfach, dass man sagt, also die Plakaten sind jetzt nicht die tollen Künstler, sondern eben beispielsweise ist ein Totschlagwort des Spätkapitalismus. Was löst das aus? Ich weiß es nicht, das ist ja auch ein permanenter Versuch. Aber auf jeden Fall denke ich, dass man es zumindest versuchen muss. Ich finde es ein sehr schönes Fazit unserer Diskussion zu sein, die Kunst, die arbeitet jetzt nicht mehr an guten, wahren und schönen, sondern wir gebären Tricks, um in dieser komplexen Situation darin einen Anker zu werben. Ich danke Ihnen für unser Gespräch und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.